Nach dem Zweiten Weltkrieg im Juli 1945 besetzten die alliierten Truppen Deutschland. 1949 wurde im Westen aus den Besatzungszonen der USA, Großbritanniens und Frankreichs die Bundesrepublik Deutschland, die BRD, gegründet. Im Osten aus der sowjetischen Besatzungszone die Deutsche Demokratische Republik, die DDR. Berlin als ehemalige Hauptstadt wurde ebenso geteilt und die westliche Hälfte zu einer Insel inmitten der DDR. Zwischen 1961 und 1989 war Berlin durch eine Mauer geteilt. In dieser Zeit wurden auch die Grenzanlagen zwischen den beiden Ländern immer weiter ausgebaut. Ich heiße Johannes und bin 9 Jahre alt. Genau wie mein Cousin Friedrich. Schon immer stehen wir uns sehr nah, sind ein Herz und eine Seele. Nichts kann uns trennen. Meine ganze Familie stammt aus Helmstedt und lebt hier zusammen in einem großen Haus. Friedrichs Vater, Onkel Franz, hat gerade seine Lehre abgeschlossen. Nun plant er, eine Fleischerei in Ingersleben zu eröffnen. Dort kommen nämlich Friedrichs Mutter und ihre Familie her. Ingersleben ist nicht weit entfernt von Helmstedt, liegt aber schon kurz hinter der Grenze, also in der DDR. Aber man kann ja ganz leicht von einer Seite auf die andere fahren. Ich bin Sven und gehe mit meinem besten Freund Joachim in die 10. Klasse in Henningsdorf, einer Stadt in der DDR, die nur durch die Havel von West-Berlin getrennt ist. Henningsdorf liegt im sogenannten Sperrgebiet, einer etwa 5 Kilometer breiten Zone entlang der Grenze zwischen Ost und West. Wer hier lebt, wird stärker überwacht als anderswo und kann nur mit einem Sonderausweis die Kontrollposten passieren. Eine Klassenkameradin ist seit 2 Wochen nicht mehr zur Schule gekommen. Jetzt geht das Gerücht herum, dass sie sich mit ihrer Familie in den Westen rübergemacht hat. An unserem geheimen Treffpunkt, auf einem verlassenen Hochsitz im Wald, reden Joachim und ich auch über Flucht. Was sie gemacht haben, war echt mutig. Wir sollten auch hier weg. Einfach durch die Havel. Ich frage Joachim, wie das ausgerechnet jetzt im Winter gehen soll. Wenn das Wasser zugefroren ist, fährt täglich ein Eisbrecher durch die Havel. Das ist doch die Chance. Und so schmieden wir einen Plan, aber können den anderen davon nichts erzählen. Vor 2 Wochen ist Friedrich mit seinen Eltern, also von Helmstedt, in den Osten gezogen, nach Ingersleben. Zum ersten Mal sind die drei heute bei uns in Helmstedt zu Besuch und wir essen alle gemeinsam, so wie früher. Mein Opa fragt: Schön und gut, dass ihr in den Osten gezogen seid, aber war das die richtige Entscheidung? Nach drüben zu den Kommunisten? So viele Leute wollen aus dem Osten weg und ihr wollt ausgerechnet dorthin? Also wir fühlen uns wohl. Wir können ja immer wieder in den Westen zurück. Wir besuchen euch schon, keine Sorge, antwortet Onkel Franz. Dann sagt er zu mir: Und du, Kleiner, du kannst ja auch immer zum Spielen kommen und am Wochenende bei uns übernachten. Vor 2 Tagen haben wir uns zur Flucht entschieden. Nun ist es soweit. Ich habe ein komisches Gefühl im Bauch. Ob das wirklich so gut gehen wird? Egal, jetzt einfach los. Es ist mitten in der Nacht und extrem neblig. Man kann kaum die Hand vor den Augen erkennen. Schnell schleichen Joachim und ich uns zum großen Stacheldrahtzaun, der uns vom Wasser trennt. Wie geplant hat Joachim eine Zange dabei, mit der er den Zaun durchknipst. Ohne mit unseren Klamotten hängen zu bleiben, kriechen wir unbemerkt durch das kleine Loch. Alles läuft perfekt. Der Eisbrecher erscheint genau vor uns, so wie wir es geplant hatten. Beherzt springen wir beide ins Wasser. Ohne Papiere, nur mit den Sachen, die wir tragen. Als ich eines Tages aus der Schule nach Hause komme, scheint eine Ewigkeit zu vergehen, bis Opa mir öffnet. Er stößt einen Seufzer aus und schimpft: Die da drüben, die machen die Grenze zu. Einfach so! Diese unmöglichen Kommunisten! Heute Morgen ist Opa mit dem Rad zur Grenze gefahren und hat die Abriegelung mit eigenen Augen gesehen. Während er berichtet, wird mir langsam klar, was die Grenze bedeutet. Mein liebster Cousin Friedrich und ich sind von nun an getrennt. Ich kann also nicht mehr einfach so rüberfahren und ihn sehen und er mich auch nicht. Sofort nachdem wir ins Wasser gleiten, merke ich, wie sich meine Klamotten vollsaugen. Alles wird auf einmal extrem schwer. Doch wir kämpfen uns durch das eiskalte Wasser und schwimmen hinter dem Eisbrecher her. Plötzlich heulen Sirenen.
Es fallen Schüsse. So schnell ich kann, schwimme ich in den Schatten des Eisbrechers. Ich zittere am ganzen Körper und merke, wie meine Muskeln langsam nachgeben. Kälte breitet sich in mir aus. Ich habe große Angst, geschnappt zu werden. So viele Schüsse. Ich weiß nicht, ob mein Freund noch lebt. Hat es ihn erwischt? Auf einmal wird alles hell. Zwei Scheinwerfer richten sich auf mich. Ich schlottere im ganzen Körper. Ist das das Ende? Da landet eine Art Fangnetz auf mir. Ich kann gar nichts sehen, während ich von den Grenzern aus dem Wasser gezogen werde. Ich zittere und mein Herz rast. Die Grenze ist zu. Wir müssen ein Visum beantragen, um Friedrich und seine Eltern zu besuchen. Ich freue mich jedes Mal auf die Zeit mit meinem Cousin. Ich bin jetzt 16 und habe seit einem Jahr einen Moped-Führerschein. In Ingas Leben borge ich mir immer ein altes Moped, um mit Friedrich Spritztouren zu machen. Der hat schon lange eins und wir fahren oft durch die Ingerslebener Ortschaft. Fast jedes Mal ermahnt uns mein Onkel, dass wir aufpassen sollen, nicht nach Allerengersleben zu fahren, denn dort ist Sperrgebiet. Auf einer Spritztour hält Friedrich plötzlich hinter mir an. Ich bleibe auch stehen. Er ruft: Ey, das ist Sperrgebiet! Schnell drehe ich mich um. Die Kontrollposten haben mich glücklicherweise noch nicht bemerkt. Rasch fahren wir zurück. Das Einzige, was immer zwischen uns steht, ist die Grenze. Aber solange ich meine Familie besuchen kann, ist alles gut. Ich werde von einem Stasi-Mitarbeiter in einem Büro verhört. Es dauert Stunden. Die ganze Zeit frage ich mich, wo ist Joachim? Lebt er noch? Ist er von den Schüssen getroffen worden? Diese Fragen quälen mich. Über Jahre, jeden Tag, während ich die Strafe für meinen sogenannten ungesetzlichen Grenzübertritt absitze. Dieses Mal fahren meine Mutter und ich für einen besonderen Anlass nach Ingersleben. Friedrichs Abiturfeier. Friedrich und ich wissen beide, dass es für lange Zeit unser letztes Treffen sein wird. Nächsten Monat beginne ich mit dem Wehrdienst. Ich wollte schon immer zum Bund. Aber Soldaten der Westdeutschen Bundeswehr bekommen kein Visum für die DDR. Sie könnten ja den sogenannten Klassenfeind spitzeln. Heute versuchen wir nicht daran zu denken. Wir wollen einfach nur Spaß haben. Es ist ein ganz normaler Sonntagmorgen. Ich gehe zur Kirche und laufe an der Stelle vorbei, an der vor 50 Jahren meine Flucht scheiterte. Und wie immer denke ich an meinen alten Freund Joachim. Was ist wohl damals mit ihm passiert? Lebt er noch? Ich sitze gedankenversunken in der Kirche, als die schwere Kirchentür aufgeht. Ich drehe mich um und sehe einen Mann hineintreten. Er kommt mir bekannt vor, aber nein, das kann nicht sein. Kurz vor der Mittagspause werde ich ins Büro des Oberleutnants gerufen. Ein Anruf für mich. Ich nehme den Hörer ab und höre ein leises Schluchzen. Hör zu, Sohn. Wie soll ich es dir sagen, Friedrich? Er hatte gestern Nacht einen Verkehrsunfall. Er ist gestorben. Es tut mir so unfassbar leid. Ich falle in einen Sessel. Mir schießen die Tränen in die Augen. Kein Wiedersehen, kein Wiedersehen. Er ist weg. Ich werde ihn nie wiedersehen. Ich kann mich nicht von meinem Cousin, meinem besten Freund, verabschieden. Zur Beerdigung darf ich nicht einreisen. Es bleibt nur die Erinnerung an unser letztes Treffen. Wir gehen aufeinander zu und sehen uns an. Nach einem Augenblick bin ich mir ganz sicher. Es ist Joachim. Er hat immer noch diese leuchtend grünen Augen. Wir weinen vor Glück. Joachim erzählt mir, dass er es damals geschafft hatte, ans andere Ufer in den Westen zu kommen. Aber er konnte nicht zurück. All die Jahre hat er sich gefragt, was mit mir passiert war. Seit diesem Tag im Frühling 2018 sind wir unzertrennlich.